Aber wir können absolut keine Farben sehen. Außer wir gehen auf diesen Knopf. Und dann können wir alles in Farbe sehen. Und sobald wir ihn verlassen, ist es wieder grau. Oh Mann, und hier sind einige Fallen. Und damit erstmal, hey Freunde, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt aber hier bist, lass gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen Videos mehr wie dieses zu verpassen. Und hier, hier sieht man, die dunkelgrauen kann man nicht berühren. Und das ist einfach rot und blau. Okay, rot und blau darf man nicht berühren. Beziehungsweise die dunkelgrauen. Und hier müssen wir rot suchen. Dafür brauche ich einfach nur auf den Knopf gehen und nehme rot und... Oh, okay, ich habe auf jeden Fall rot genommen und... Rot nehmen? Okay, und... Mist. Okay, einfach mal rauszoomen. Da sieht man einfach, dass wir rechts, links und rechts gehen müssen. Freunde, lasst jetzt gerne mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen Videos mehr wie dieses zu verpassen. Denn das würde mich ultra glücklich machen. Und dann seid ihr alle ein Teil der Vitamin Army. Und ey, guck mal, wenn ich hier so springe, dann... Ja, dann ändert sich die Farbe die ganze Zeit. Okay, don't touch the red part. Okay, wir dürfen nicht den roten Part berühren und... Ja, okay, okay, okay. Kein Problem. So, das ist alles nicht rot, also können wir das berühren und boom. Berühre nicht den roten Part und wir gucken mal und... Okay, das zweite ist rot. Den Rest können wir laufen. Easy. Übrigens sind wir gerade mal Stage Nummer 6 und okay, es ist immer rot. Rot dürfen wir nicht berühren und... Hä? Okay, das ist wahrscheinlich noch wähle die richtige Seite. Und zum Glück weiß sie, wo es lang geht. Also haben wir den richtigen Weg gefunden. Hier dürfen wir selbstverständlich auch nicht rot berühren. Deswegen würde ich einfach mal sagen, bleiben wir auf der Seite. Und warte mal, hier ist rot und... Yeah! Okay, warte mal, ich weiß nicht, können wir hier alles berühren, Freunde? Und okay. Ja, okay, 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 nice, 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 Freunde. Hier dürfen wir... Okay, wir dürfen weiterhin kein Rot berühren. Warte mal, ist der Block dort rot? Nee, okay. Es ist nur das Anfangsding hier, was rotes Licht hat, einen roten Block besitzt. Und hier ist es auch nur die eine Spirale. Okay, es ist eigentlich relativ einfach. Zumindest manche Parts... Aber ich glaube, es wird natürlich noch richtig schwierig. Also, es wäre schön, wow, wenn wir ein bisschen mehr Farbe sehen. Also, ich fühle mich ein bisschen... Oh nein, ich weiß nicht. Ist das hier rot? Bitte, bitte nicht. Und oh mein Gott, Glück gehabt. Was eigentlich, wenn ich Kill All mache? Funktioniert das hier auf dem Server? Okay, wir probieren es mal und... hat funktioniert, aber... Ist jetzt nicht großartig cool gewesen. Okay, hier dürfen wir nur diese komischen Laserstrahlen, die grauen, nicht berühren. Es ist eigentlich eine rote Farbe, aber da wir es ja nicht erkennen können, ist es auch nicht allzu schwer. Ich weiß nicht, was wir hier... Ah, okay, hier gehen die Treppen einfach nur weg. Und bis jetzt sind wir noch gut im Rennen. So, Freunde, es sieht auch richtig verrückt aus. Ich meine, schaut mich mal bitte in grau an. Ich bin einfach nur in den Farben schwarz und weiß und irgendwie finde ich, sieht das schon ein bisschen crazy aus. Schreibt mal in die Kommentare, gefällt euch dieser Charakter besser oder dieser? Also mir ehrlich gesagt dieser, weil ohne Farbe sieht ja schrecklich aus. Bis dort hinten müssen wir hin zum riesen Lucky Block. Und das kann noch eine Weile dauern. Zumindest sind das hier Laser, die wir auch nicht berühren dürfen. Aber wir sind nicht umsonst. Wir sind schon Stage Nummer 17. So, warte mal. Ich weiß gar nicht, dürfen wir den... Ja, das war alles keine Farbe. Okay, okay, okay. Hier könnte ich zum Beispiel auch off machen für 200 Robux, aber ich würde sagen, Freunde, komm, wir sind nicht so langsam. Was ist das denn jetzt, Freunde? Oh mein Gott, die Blöcke gehen hier weg. Oh mein Gott, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Okay, die Zielscheibe ist aktiviert. Aber hier haben wir, wie gesagt, kein Problem mit der Farbe. Aber es sieht echt schon verrückt aus und... Okay, rechts, links, okay, es ist immer abwechselnd. Zumindestens, ja, wie gesagt, die dunklen Bälle darf ich nicht berühren, die etwas dunkler aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber eigentlich sehen diese Bälle ein bisschen heller aus, auf denen ich drauf bin. Die, die wir natürlich berühren dürfen und, ja, Stage Nummer 21. So einfach ist das. Nun sind wir auf graue Sonnen. Ich liebe graue Sonnen. Ja, mal wer kennt sie nicht? Die graue Sonne. Überlegt euch mal, alles würde einfach nur schwarz und weiß sein. Zumindest grau wie das hier, ohne Farben. Und ehrlich gesagt, würde mir das überhaupt nicht gefallen. Also, das sieht irgendwie so bedrückend aus. Das sieht echt nicht schön aus, Leute. Okay, Freunde, ich suche mir mal wieder jemanden aus, der Robux bekommt. Und ich würde sagen, das Glücksrad entscheidet. Und oh, oh, was wird es für eine Zahl? Und okay, okay, es wird die 3.
1, 2 und 3. Nun kopiere ich mir ihren Namen. Und wenn sie jetzt lang genug in der Gruppe ist, kann sie einfach 1000 Robux bekommen. Herzlichen Glückwunsch. 1000 Robux an dich. Oh, Mist. Ich brauche meinen Code. Okay, und die 1000 Robux sind an ihn oder an sie gegangen. Nun, Freunde, habt ihr natürlich auch die Chance, einmal Robux zu bekommen, indem ihr einfach mal euren Roblox-Namen in die Kommentare schreibt, gerne das Video einen Daumen nach oben gebt und in meine Discord-Gruppe kommt. Also Discord müsst ihr nicht unbedingt kommen. Einfach Roblox-Namen in die Kommentare. Aber jetzt schnell! Okay, Freunde, es geht weiter. Und guckt euch das mal an. Mein Vitamine-Rucksack, wie der einfach aussieht. Es sieht schon verrückt aus. Und okay, warte mal, ich würde sagen, Rot dürfen wir nicht berühren. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt wichtig, welche Farbe wir berühren, oder? Ich glaube, wir brauchen Glück, oder? Ah, nee, okay, warte mal. Was ist eigentlich, wenn wir hier komplett durchgehen? Ich glaube, wir können jetzt hier rechts einmal komplett durch, weil wir nämlich hier keine rote Farbe berühren. Und das bedeutet Stage Nummer 26. Aber tatsächlich sind wir einfach immer noch nicht am Ziel. Also, wir sind noch nicht mal in der Mitte der Stages. Hier kann ich einfach jede Farbe rühren, denn das ist einfach nur ein Tunnel, in den ich durchlaufen muss. Okay, okay, das sind so Glaswände, okay, ich verstehe. Ich renne hier einfach immer gegen diese Glaswände, aber kein Problem. Hier dürfen wir den letzten Ball hier hinten rechts nicht berühren. Und das ist eigentlich kein Problem für uns, weil eigentlich sind wir echt Hobby-Profis. Zumindest hoffe ich das und boom! Okay, let's go, Freunde. Beim Hobby ohne Farben werden wir natürlich weitermachen. Und wir sind jetzt Stage Nummer 32. Wir kommen sehr, sehr gut voran. Und die Spirale einmal nach oben und einmal nach unten. Aber wie sieht sie eigentlich mit Farben aus? Das würde mich ehrlich gesagt mal interessieren. Und deswegen würde ich sagen, aktivieren wir mal unsere Farbe gleich. Wenn hier nochmal so ein Button kommt. Denn ohne Button kann ich einfach nichts aktivieren und wir können keine Farbe sehen. Na gut, vorsichtig weiter. So, Springvitamine und... Ha! Guckt euch übrigens mal die kleine Karotte an! Freunde, ich kann natürlich auch mal eine Challenge machen. Ihr screenshottet jetzt dieses Video und ihr müsst mich versuchen nachzumalen. Mit den richtigen Farben, Freunde! Ich glaube, das wäre eine mega coole Challenge. Und wenn du es geschafft hast, dann schreib es in die Kommentare. Und dann suche ich mir auf jeden Fall auch jemand aus, der auch noch zusätzlich 1000 Robux bekommt! Okay, aber Schluss mit lustig! Es geht weiter! So, Freunde, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig und... Ja, Stage Nummer 36. Wir könnten einfach hier für 300 Robux zum Ende skippen, aber... Ey, wie langweilig wäre das denn, wenn wir das machen würden? Deshalb machen wir das nicht und... Oh mein Gott, so sieht die Spirale aus! Einfach komplett bunt! Es wäre sogar cool gewesen, wenn ich einfach dort auch nicht das Rot berühren hätte dürfen, weil dann wäre es echt schwer geworden. Okay, hier dürfen wir den ersten Block nicht berühren und... Ah, der Sprung war kein Problem. Oh mein Gott, hier sind wir gefühlt im Weltall. Okay, ja, laufen wir mal vorsichtig am Saturn vorbei. Ich hoffe, der wird uns nicht einschlingen. Oder beziehungsweise ein schwarzes Loch wird auftauchen. Das wäre nämlich sehr schlecht. Und okay, warte mal. Hier ist ein roter Block. Und hier. Das bedeutet, den ersten dürfen wir nicht berühren. Der hier ist nämlich rot. Und dieser kleine hier vor uns, das müsste auch ein roter sein. Super, danach dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Und wir sind am Ende, meine Damen und Herren. Warte mal, wie soll ich denn das schaffen? Ich meine, ich muss doch die ganze Zeit hier hin und her springen. Aber warte mal, das ist rot. Wie soll ich das machen? Und, ha, das hat wirklich geklappt. Und, oh mein Gott, was macht sie? Und, ja, sie ist auf den roten Block gejumpt. Und die nächste? Nicht. Schade. Naja, gut, die rushen hier so ein bisschen durch, finde ich. Die sind echt gut. Aber wir sind natürlich besser, Freunde. So, hier kann ich wieder in der Spirale alles berühren, denn es gibt keine Probleme. Und, ey, moin. Warte mal, der kann fliegen? Ey, hau nicht ab! Na gut, wir müssen wieder beobachten, welche wir nicht berühren dürfen. Und es ist der oberste Block. Der oberste Block, der hier Probleme macht. Deswegen rüber. Und oh mein Gott, guckt euch das mal an. Mein Rucksack, er berührt fast die rote Platte. Aber tatsächlich nur fast. Das bedeutet, wir schaffen es. Und hier ist das gleiche in grün. Gleich in rot, ich verstehe es ja. Denn hier dürfen wir teilweise auch nichts berühren. Also vorsichtig und boom.
Okay, Freunde. So, let's go. Und da war nämlich auch ein roter Block. Deswegen immer schön aufpassen. So, es geht gut voran. Ich weiß gar nicht, welche Farben ich hier berühren darf und welche nicht. Zumindest sieht das links nach rot aus. Ich gehe einfach durch die Mitte, Freunde. Ja, stimmt. Überlegt euch mal, ich bin wirklich immer hier lang gegangen. Alle Stufen oder alle Ebenen waren einfach rot von der Seite. Hier ist der linke Ring rot. Und dort vorne ist der rechte Ring rot. Und das können wir uns natürlich übel easy merken. So, und hier aufpassen. Oh. Zum Thema leicht merken. Oh mein Gott, Freunde, was war das denn? Das war ja mein übelster Fail. Ich dachte schon, ich könnte das hier easy machen, aber schaut mal, so weit ist es gar nicht mehr entfernt. Wir haben es gleich geschafft. So weit ist es zum Glück nicht mehr. Wir können es endlich schaffen und okay, das letzte Roblox-Zeichen ist rot. Wieder ein bisschen aufpassen. Ja, da dürfen wir natürlich nicht drauf springen. Und es gibt insgesamt 54 Stages, aber wir haben die gleich geschafft. Wir sind nämlich Profis. Wir müssen hier noch ein Stück weiter und Minecraft-Herzen. Okay, so graue Minecraft-Herzen habe ich lange nicht mehr gesehen. Zumindest finde ich schade, dass ich die noch nie gesehen habe. Aber ich würde sagen, weiter. So, okay. Okay, ich check es. Hier gehen die Blöcke weg. Hier müssen wir nämlich ganz, ganz schnell nach oben rennen. Und das machen wir. Los, Freunde. Hinter uns gehen die Blöcke weg. Oh mein Gott, am besten noch springen und... Warte mal. Touch. Wir haben es geschafft. Wir haben das riesige Schwarz-Weiß-Orbi absolviert. Wie cool. Nun ist es an der Zeit, endlich nicht mehr blind zu sein. Und damit holen wir uns die Farbe wieder. Oh mein Gott, dieses Orbi sieht so schön aus. Es sieht so schön aus, dass ich wieder alles grau machen muss. So gefällt es mir langsam besser. Nein, natürlich nicht. Es gefällt mir so viel, viel besser. Und ich muss sagen, es ist so, so schön. Es ist wirklich so schön, Freunde. Oh mein Gott, endlich wieder Farbe sehen. Und hier können wir uns noch ein paar Platten nehmen. Ich glaube, warte mal, können wir... Nee, wir kriegen leider keinen Riesen-Lucky-Block. Wir können unseren Speed noch erhöhen von... Wow, zu 100 und können jetzt hier easy rumfliegen. Und schaut euch das mal an, sie muss rot gehen und ha, sie ist falsch gegangen. Oh mein Gott, bloß gut, dass wir dort nicht mehr sehen, denn dieses Orbi hat eine Weile gedauert. Aber warte mal, wen können wir kurz zugucken? Okay, warte mal, sie darf halt kein Rot... Oh, sie ist runtergefallen. Sie darf kein Rot berühren und muss es halt auch schaffen auf die andere Seite und... Was macht sie? Freunde, schafft sie es und... Sie schafft es. Wird sie es auch schaffen, kein Rot zu berühren? Und sie schafft es halt nicht, Freunde. Ich glaube, sie hat kleine Probleme, Rot und Blau zu unterscheiden. Und warte mal, sie hat einfach den Server geliebt. Oh mein Gott, sie ist so ärgerlich. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen getrollt von uns gefühlt. Obwohl wir überhaupt gar nichts gemacht haben. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe hat euch besser gefallen? Entweder grau wie hier, also sehr düster, oder bunt wie dieses Bild. Also ich muss sagen, bunt gefällt mir die Welt dann doch besser. Aber das entscheidet ihr, Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, denn es ist kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.